Facebook ist ja gratis. Ja, also ich zahle nichts dafür, ne? Und irgendwie muss das Ding ja Geld verdienen, weil sonst könnte es ja nicht überleben. Und die Frage ist, wie funktioniert denn das genau? Und dazu muss man sich mal anschauen, wer ist denn überhaupt Facebook? Weil Facebook ist ja nicht nur die Firma mit dem blauen Logo, sondern Facebook hat ja auch in letzter Zeit ein bisschen was dazu gekauft und besteht eben nicht nur aus dem sozialen Netzwerk, das wahrscheinlich viele von euch verwenden, mit dem blauen F. Und die Benutzerzahlen hinter den Systemen, die hier verwendet werden, sind ja durchaus beeindruckend. Beispiel: Facebook selbst hat 1,59 Milliarden Nutzer. Facebook hat aber auch WhatsApp gekauft und vor allem in der Jugend ist es so, dass in vielen Bereichen WhatsApp eigentlich die primäre Kommunikationsplattform ist. Das heißt, die jungen Leute reden mit WhatsApp miteinander. Also das, was für uns Ältere noch Facebook ist oder vielleicht gar E-Mail oder vielleicht telefonieren, ist für die Jungen eigentlich WhatsApp. Die reden nicht mehr miteinander, die tippen nur mehr miteinander. Nein, das stimmt nicht. Sie reden miteinander. Das ist mittlerweile so eine Voice-Memo. Ja, aber viele Sachen werden über Voice-Memo, weil es nicht schneller geht. Weil es schneller geht. Aber trotzdem, sehr viel davon ist einfach tippt. Facebook hat aber auch den Messenger, den sie aus Facebook ausgenommen haben und der auf dem Handy nur mehr als App verfügbar ist. Das sind auch immerhin 800 Millionen Leute, die das verwenden. Und dann hat Facebook noch die Bilder-Applikation Instagram gekauft, die auch 400 Millionen verwenden. Vor allem, wo auch eher die Jungen unterwegs sind, die halt unterwegs irgendwo ein Foto machen, haufenweise Text dazu schmeißen und das auf Instagram posten. Und es gibt dann noch so ein paar zusätzliche Services, die man nicht mit Facebook in Verbindung bringt, wenn man die anderen Dinge schon weiß. Zum Beispiel ist die Oculus Rift Software, also diese Virtual Reality Brille, gehört auch die Software zu Facebook. Wenn man sich die Bedingungen durchliest über die Oculus Rift, dann versteht man auch, warum eine Softwarefirma, die eigentlich auf Werbung spezialisiert ist, in eine Virtual Reality Brille investiert. Wenn man das Ding nämlich nutzt, steht in den Bedingungen drinnen, man stimmt der Datensammlung von diesem Ding vollständig zu. Das heißt, das Ding weiß in Wirklichkeit alles, was ich mit dem Gerät mache und speichert diese Informationen natürlich auch in das Facebook ein. Was man auch vielleicht nicht mitgekriegt hat, ist, Facebook versucht in ärmeren Ländern gratis Zugänge zum Internet anzubieten. Das Ganze nennt sich internet.org. Und ist in Indien gerade verboten worden. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum verbieten Behörden, wann eine große amerikanische Firma gutherzigerweise Internetzugänge herschenkt. Naja, weil das ist, was ich da kriege mit internet.org, ist nicht wirkliches Internet, sondern ich kann über bestimmte Mobilfunkprovider gratis bestimmte Seiten im Internet anschauen, aber bei weitem nicht alles, sondern nur eine eingeschränkte Auswahl. Und wie funktioniert das? Das läuft alles über die Server von Facebook und Facebook kann dann mit vollständig kontrollieren, was der Nutzer von internet.org eigentlich im Internet sieht. Das heißt, ich kann sagen, du darfst auf die Seite von, weiß ich nicht, Wikipedia darfst zugreifen, aber Zalando darfst nicht zugreifen. Das bestimmen die über dieses internet.org. Und das zweite Thema ist, sie bestimmen eigentlich damit auch den Mobilfunkprovider, weil sie nur einen Vertrag mit einem bestimmten Mobilfunkprovider in dem Land haben und nur über den kriege ich diesen gratis Internetzugang. Und nachdem das so über einen Proxy funktioniert, also einen Mittelsmann, der da dazwischen sitzt, einen Mittelsrechner, über den der ganze Verkehr läuft, wissen die ganz exakt genau dann, was im Internet tue. Weil der Zugang läuft über Server von Facebook. Das ist der Grund, warum man diesen Service herschickt. Andere Dienste sind vielleicht eher nicht so verfänglich.
Was zum Beispiel auch gibt, ist Safety Check und Warnung von Personen, die sich in Gebieten aufhalten, wo Naturkatastrophen passieren oder Terror. Also zum Beispiel in Brüssel ist vor dem Anschlag am Flughafen dann gewarnt worden, dass also quasi die Leute wissen, dass da Terror in Brüssel gerade passiert und dass die Leute möglichst nicht in belebte Zonen gehen sollen oder bei Erdbeben oder anderen Dingen. Also das sind eher altruistischere Dinge, die da passieren. Also WhatsApp gehe ich nicht über das Modell ein, aber ich habe eine Folie zumindest noch, nämlich über das Wachstum von WhatsApp vom Tag 1 bis sozusagen 4 Jahre danach. Das heißt, was spannend war, ist, dass WhatsApp viel schneller gewachsen ist als alle anderen Applikationen, die sozusagen auf den Markt gekommen sind. Wenn man sich Skype oder Twitter oder Gmail oder Facebook selber anschaut, dann haben die so in 4 Jahren ungefähr 100 Millionen Nutzer gehabt. WhatsApp hat es geschafft, in den ersten 4 Jahren über 400 Millionen Nutzer zusammenzukriegen. Du wolltest sagen, was... Für mich ist die Frage, was das Geschäftsmodell dahinter ist, das verstehe ich nicht, wann die ganze Kommunikation gut ist und so. Ist das nur... Antwort von Mark Zuckerberg dazu ist, sie wollen als erstes jetzt versuchen, mit WhatsApp im Grunde genommen Unternehmen dazu zu bekommen, WhatsApp auch zu nutzen, um zu kommunizieren mit ihren Kunden. Das heißt, zum Beispiel einen Beschwerde-Channel aufzumachen, wo ich erreichbar bin. Das heißt, der Kunde kann mit mir dann auch schreiben. Und über diese Beziehung sozusagen auch wiederum Daten zu sammeln und die dann zu nutzen, um wieder Werbung zu targeten. Ja, also derzeit ist es ja eher, oder angefangen hat es ja eher Benutzer zu Benutzer, und das wollen sie jetzt extenden auf Benutzer zu Business und über diese Benutzer zu Business Kommunikation Informationen über den Nutzer sammeln und über den vielleicht irgendwann einmal auch wieder zurück zu kommunizieren. WhatsApp ist rein nur Verlustbringer momentan. Verlustbringer momentan, Datensammler momentan. Und im Datensammler nur das Netzwerk, wer mit wem kommuniziert. Wenn es in die Richtung Business to Business geht, weißt du ja viel mehr dann schon. Okay. Weil dann bist du sozusagen, nimmst dann Kontakt zu einer beliebigen Firma auf, dann hast du die in deinen Kontakten drinnen, die Firma kann über den Kontakt dir dann spannende Informationen schicken, Werbung. Und über das werden sie das Ding irgendwann einmal monetarisieren. Okay. Sie sagen aber sehr, sehr langsam, ganz vorsichtig, weil sie wollen sich die Leute nicht verschrecken damit. Ja? Also auch nicht tausendweise Werbung auspushen, einfach was erkennt denn jetzt, das tun sie nicht. Sie wollen das eher auf quasi Anfrage machen. Das heißt, der Nutzer befreundet sich quasi mit einer Firma und wird dann halt von der Firma behutsam informiert über Neuigkeiten und sonstige Informationen. Für mich das Seltsame ist das, ich habe jetzt einen Bart seit Neuestem und ich habe meiner lieben Frau ein Bild vom Bart nach dem Friseur geschickt. Das Perverse, ich weiß nicht warum, ich bekomme plötzlich Werbung für Bartcremer. Über Facebook geschickt, oder wie? Nein, über WhatsApp. Ich weiß nicht, woher die ich glaube wirklich am Big Brother. Also ich meine, im Ort seit 2 Wochen, ich war gestern das erste Mal im Friseur. Die haben eine Bilderkennung, haben die Veränderung gesehen und ich weiß nicht. Also in den meisten AGBs schon von diesem ganzen Instagram und so weiter steht ja auch drinnen, dass man die Urheberrechte von den Fernsehern ausgewertet werden. Aber das ist nicht ausgewertet. Aber das ist WhatsApp, das ist Peer-to-Peer verschlüsselt angeblich. Ich weiß eben nicht, was das Geschäftsmodell von WhatsApp ist. WhatsApp ist eine schweineteure Investition für Facebook und ich weiß eben, ich kann mir nicht. Junge, das Thema ist, wenn du bei Facebook bleibst, dann erreichst du die Jungen nimmer. Und die Idee war, über den Zukauf von Facebook sie im Grunde genommen die Jugend zuzukaufen. Gleiches gilt übrigens auch für Instagram, das nachher kommt. Und nachdem die Jugend hauptsächlich im Facebook, also im WhatsApp lebt, war sie von der Jugend eigentlich das, was ich früher im Facebook gewusst habe, jetzt von den Jungen. Das heißt, wenn Facebook WhatsApp nicht gekauft hätte, hätten die ja Generationen ein Problem gekriegt, weil die Jungen quasi aus Facebook langsam rausfallen. Ja, aber WhatsApp, die
der Unterschied zwischen WhatsApp und nicht, zumindest vom Marketing her, ist das, WhatsApp weiß über die Inhalte nicht Bescheid, weil es Peer-to-Peer verfügt. Aber über das Netzwerk weiß sie Bescheid und über die Kontakte ja, auch. Oder wie es so schön ist, Metadaten. Die Vorratsdatenspeicherung in Österreich wollte ja auch nur Metadaten speichern. Metadaten sind extrem powerful. Weil wenn ich weiß, dass, das war ein Beispiel von Metadaten, stellt sich vor, eine Geschichte, ein junges Mädel telefoniert mit einem Frauenarzt, telefoniert danach mit der Mama und telefoniert danach mit einer Abtreibungsklinik. Nur Metadaten. Die Story habt ihr gerade im Kopf. Ja? Und wenn ich irgendwie der Meinung machen möchte, dass quasi der Inhalt der Kommunikation wichtig ist, oft geben Metadaten den Inhalt preis. Ja, bei Chat nicht, wenn ich mit jemandem ständig im Chat-Austausch bin, nicht. Aber auch die Kontakte sagen sehr, sehr viel über mich aus, nämlich mit wem ich Kontakt habe, bei wem ich kaufe und so weiter und so fort. Also die Metadaten alleine, dass eine Kommunikation stattfindet, ist oft ausreichend und wertvoll dafür, dass ich Rückschlüsse ziehe auf das, was wirklich passiert. Das heißt, das was uns immer weismachen wollten, Metadaten ist ungefährlich, das sagt ja nur quasi, was über das Kommunikationsverhalten aus ist, Stuss, ja, in Wirklichkeit. Lustig ist auch, dass das Nutzerverhalten von Messenger-Applikationen nach Region und Land vollständig unterschiedlich ist. Also wenn ihr euch zum Beispiel Japan oder Südkorea ausschaut, da gibt es zwei Messaging-Applikationen, die kennt bei uns kein Mensch, nämlich LINE und KakaoTalk. In Europa ist WhatsApp sehr, sehr stark. In Amerika ist Facebook Messenger und in Kanada ist auch Facebook Messenger gleich auf, aber die sind komplett unterschiedlich auch in der Nutzung der Geografien, was ich auch sehr spannend gefunden habe. Instagram. Warum haben die Instagram gekauft? Instagram ist eine Foto-App und Video-Sharing-App, die es ermöglicht, Fotofilter anzuwenden, die Fotos wie im Twitter mit Hashtags zu versehen und ich poste bestimmte Dinge, die ich halt gerade sehe oder die mir gefallen und tue Hashtags dazu. Instagram wird auch verwendet, um Werbung quasi auszuspülen und über quasi diese Hashtags, für die ich mich interessiere, kriege ich halt dann auch Werbung von bestimmten Firmen eingeblendet in meinen Stream, die halt für mich spannend sein könnten. Das heißt, genauso wie ich Facebook-Werbung als Firma buchen kann, kann ich auch Fotos auf Instagram buchen und Werbung auf Instagram ausspülen. Wie schaut es mit den Bildrechten aus? Naja, wenn ich selber fotografiere, habe ich das Bildrecht dazu. Ja, dann nimmt sie Instagram ja weg. Die Bildrechte kannst du nicht wegnehmen. Was Instagram gehört, ist es uneingeschränkte Nutzung. Genau. Aha, das ist schon schön genug. Also sie dürfen es nutzen, klarerweise. Facebook ist Server, also wenn ich ein Foto auf Facebook stelle, dann darf Facebook im Grunde genommen damit machen, was wollen. Aber das Bildrecht bleibt natürlich bei mir. Und wenn ich ein Foto mache, ist es relativ ungefährlich, dass ich es ins Web stelle. Wo es gefährlich ist bei Fotos natürlich, ist, wenn ich irgendwelche Fotos, die ich irgendwo finde, ins Web stelle. Weil das kann urheberrechtliche Probleme machen und da kann ich natürlich dann auch dran sein. Ist natürlich auch bei Instagram gefährlich, wenn ich sozusagen irgendein fremdes Foto da hineinstellen würde. Was aber ganz wichtig ist, natürlich eben beide Plattformen haben eine Gesichtserkennung. Das heißt, eben diese Metadaten, die Werner sagt, eben die Vernetzung der Leute ist natürlich auch damit möglich. Also auch wenn ich jemanden fotografiere und der gar nicht sozusagen getaggt wird auf dem Foto, kann Facebook herausfinden, wer das ist und kann die Verbindung auch herstellen. Weil kann ich auf den Bildern auch in Facebook sagen, das ist der Andi und dann weiß Facebook das, aber es weiß auch, dass der Andi das ist, wenn ich es nicht sage, weil sie erkennen aufgrund seines Gesichtsfotos, dass es er ist. Also das ist auch spannend, weil in Zukunft geht auch jetzt schon, ich kann jetzt schon Bilder suchen im Internet. Das heißt, ich kann nach einem Gesicht suchen, wer das ist. Das ist spannend, ne? Weil wenn ich die Gesichtsdaten habe, kann ich hergehen und sagen, wer. Wir wissen, wer das ist aus Facebook. Das ist jetzt nicht öffentlich zugänglich, aber der Algorithmus darunter existiert. Ja, Instagram ist vorwiegend weiblich, 20% weiblich, 16% männliche Nutzer und 43% der jüngeren Generation von 18 bis 29, also fast die Hälfte, nutzt Instagram.
Und das Ding ist schon ein bisschen älter, weil die Zahlen sind aus 2013. Wie gesagt, neuere Zahlen habe ich nicht gekriegt, aber das ist sicher vom Trend her passend. Facebook Safety Check habe ich eh schon gesagt, Oculus Rift habe ich auch schon gesagt. Monatliche aktive Benutzer. Wenn ihr schaut, dann ist unten die unterste Stack ist US und Kanada. Wenn man sich das anschaut, ist dort kaum mehr Wachstum drinnen. Das gleiche gilt für Europa. Ein bisschen mehr, aber auch sehr flach. Dort, wo Facebook noch wirklich wächst, ist APEC, Asia Pacific und wie es so schön heißt, Rest of World. Das sind die zwei Bereiche, wo noch relativ großes Wachstum drinnen ist, was natürlich auch klar ist, wenn man sich überlegt, weil ich sage jetzt einmal, in Afrika haben die Leute ja noch keinen Zugang zum Internet gehabt und erst die kriegen jetzt über die Handys langsam und sicher mehr Zugänge zum Internet und damit steigen natürlich auch die Nutzerzahlen dort noch immer. Das Spannende dazu ist Umsatzwachstum. 2009 bis 2015 von 777 Millionen auf 17,9 Milliarden. Ganz nette Steigerung. Und die andere Grafik habe ich heute schon mal hergezeigt. Das Wachstum kommt vor allem aus dem Handybereich. Das heißt, auch quasi die Länder, internet.org, wo ich vorher gesagt habe, in diesen Ländern ist das Smartphone der Zugang zum Internet. Das heißt, die Leute haben gar keinen Stand-PC mehr, sondern die haben ein Handy und über das Handy gehen sie in die Welt und damit ist das gesamte Wachstum, das du da drinnen hast, in vielen Bereichen halt auch getrieben von den neuen Smartphone-Benutzern und natürlich auch von denen, die zusätzlich zum PC auch noch ein Smartphone haben. Ja, das sollte man unterschätzen bei uns, wenn jeder von uns da erinnert an das Smartphone. Das Smartphone ist im Hintergrund permanent aktiv mit oder relativ viel aktiv mit Facebook. Ich schaue zumindest auf Facebook an, unterwegs in der Straßenbahn und so weiter. Das heißt, die Mobilnutzung ist eigentlich sehr stark zusätzlich zum PC, nicht nur bei neuen Leuten, sondern durchaus bei Leuten, die den PC haben, meiner Meinung nach. Also, das ist nicht nur der Rest der Welt, sondern das ist einfach auch unser zunehmende mit den Smartphones bei uns selber, wenn man neben dem PC das macht. Ja, das ist noch ein bisschen aufgeteilt, woher kommt der Revenue von Facebook auch in den einzelnen Geografien. Wenn man sich das anschaut, also bei weitem über 90% von diesen 19 Milliarden, die wir vorher gesehen haben, kommen aus Werbung. Facebook macht auch ein bisschen was mit Payments. Das ist ein ganz kleiner Anteil da drinnen, aber eigentlich, wenn man es von der Grafik aus betrachtet, ist Facebook nichts anderes als eine sehr große Werbefirma. Also das ist das Geschäft, das sie haben und ansonsten gibt es ein paar Kleinigkeiten nebenbei, aber nicht viel mehr. An wen verkauft das eine Firma? Ne? So. An Firmen. Ja. Die Frage ist falsch, weil Facebook verkauft keine Daten. Facebook war dumm, wenn es die Daten verkauft hat, weil die Daten sind das, womit sie ihr Geld machen. Das heißt, ich kann nicht als Firma zu Facebook gehen und sagen, ich will Daten von dir kaufen. Und ich will wissen, die Nutzer in Wien, gib mir Listen von allen Nutzern in Wien, die ein iPhone haben, sondern Facebook sitzt immer als Mittelsmann dazwischen und sagt mir, okay, wen willst du denn erreichen? Und ich schicke das den richtigen Leuten. Das heißt, Facebook wird nie Daten hergeben, weil es dumm war, wenn sie es tun täten, weil das ist eher ein Kapital, auf das aufbauen. Das heißt, das muss man sich auch immer vorstellen. Das heißt, ich brauche eigentlich keine Angst haben, dass Facebook meine Daten irgendwem gibt, weil es einfach nicht gescheit war, wenn sie es tun täten. Weil das ist ihr Kapital, das ist ihr Geld. Also das Wissen von uns allen ist das, womit Facebook so viel Geld verdient. Und das nutzen sie, aber sie werden es nicht verkaufen. Ja? Also sie nutzen es, um Geld zu machen, aber die Daten sind eigentlich sehr sicher bei Facebook. Vertragliche Grundlagen. Warum kann eigentlich Facebook meine Daten überhaupt nutzen? Facebook hat zwei Dinge, die ihr hier auch nachlesen könnt. Ist das Link in den Folien dann drinnen. Facebook.com/terms. Das sind die Nutzungsbedingungen. Da stehen die Rechte und Pflichten des Benutzers drinnen. Und ich räume damit Facebook ein, die Daten, die Fotos, die Dinge, die ich uploade, für ihren Geschäftsbetrieb zu nutzen. Uneingeschränkt zu nutzen.
Und dann gibt es die Datenrichtlinie, wo drinnen steht, was Facebook mit Daten macht und wie Dritte eingebunden werden in die Erhebung von Daten, beziehungsweise ob Daten und in welcher Form an Dritte weitergegeben werden. Das ist facebook.com/privacy/explanation. Ganz kurz nur. Ja, Facebook verwendet auch Daten Dritter. Und zwar in vielen Bereichen öffentlich zugängliche Daten. In Amerika zum Beispiel ist das Register, das Führerscheinregister öffentlich zugänglich. Da kann ich auf eine Webseite gehen und sagen, hat der Tristan einen Führerschein, und ich kann dort nachschauen und schauen, ob er Auto fahren darf. Das sind öffentlich zugängliche Datenbanken und Facebook nutzt die. Das geht einfach her und sagt, öffentlich zugänglich, damit darf ich es verwenden, ich nutze das, weil dann weiß ich Autoanmeldedaten, welches Auto fährt wer. Also diese Dinge werden genutzt, sofern das möglich und rechtlich zulässig ist. Weitergabe an Daten an Dritte, ja, auch möglich in bestimmten Teilbereichen, aber eben so, dass der, der sie bekommt, eigentlich damit nichts anfangen kann, im Sinne von Facebook Konkurrenz zu machen. Das heißt, wenn dann eher anonymisierte Daten, wahrscheinlich nichts, was quasi für die Werbung nutzbar wäre. Das steht alles in dieser Privacy-Richtlinie drin. So, was sind die Daten? Ein bisschen was habe ich schon erzählt. Daten zur Person, Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtstag, Verwandtschaftsverhältnisse, das, was ihr alles eingibt. Ihr sagt in Facebook ja, wer mit wem verwandt ist, ihr sagt, mit wem ihr verheiratet seid. All diese Dinge weiß Facebook natürlich. Standorte, wo habe ich es? Ich habe das Handy eingesteckt, ich habe die Facebook-App da drauf, ich mache Fotos, ich tue die Fotos uploaden, in die Fotos steht drinnen, wo die Fotos gemacht worden sind. All das nutzen sie natürlich. Kommunikation, mein Kommunikationsverhalten über all die Applikationen, auch die ich vorher beschrieben habe. Alle Metadaten aus den Fotos, Ort, Datum, Uhrzeit, wann die geschossen worden sind, die Bildinhalte, weil sie erkennen können, wer auf dem Bild drauf ist. Interaktionen mit der Benutzeroberfläche, auch logisch, wenn ja Facebook irgendwas tut, dann wissen sie es. Manchmal die Kontakte der Benutzer, ihr werdet die Applikationen kennen, jedes Mal, wenn man eine installiert, fragen diese Applikationen dämlich, ob sie denn das Adressbuch lesen dürfen. Dann weiß ich alle die Kontakte, die da drinnen sind. Geräteinformationen, ich weiß, welches Betriebssystem ihr verwendet, welche Hardware ihr verwendet, auf welchen Rechnern ihr online seid. IP-Adressen, ich bin da eingeloggt, ich kann das zuordnen, welche Lokalität das ist, solche Dinge. Also das sind Dinge, die Facebook selbst erhebt. Du hast was fragen wollen. Ist es legal, sich mit einem Fake-Account bei Facebook zu registrieren? Nach den Nutzerbedingungen nein. Also Facebook sagt, du musst dich mit einem Klarnamen registrieren. Ich weiß natürlich auch ganz ein Haufen Leute, die das nicht tun, aber es kann sein, und ich kenne auch einen solchen Fall, die Lena Doppel hat ein Buch geschrieben mit einer Katharina Zitter, war die Co-Autorin, und der Katharina Zitter haben sie den Facebook-Account kurze Zeit gesperrt, weil sie die Befürchtung hatten, dass das die Catherine Zitter Jones ist, die ja bekannt ist, und ein Celebrity ist, und die haben befürchtet, dass die Katharina Zitter heute quasi sich von der Catherine Zitter den Namen geliehen hat, und sie hat dann nachweisen müssen mit Führerscheinkopie, dass sie wirklich so heißt. Und dann haben sie den Facebook-Account wieder freigeschaltet. Das in vielen Bereichen kommen sie natürlich nicht drauf, wenn ich dort hinschreibe, irgendein Namen, passiert nichts, aber wie gesagt, laut den Bedingungen von Facebook darf ich nur mit Klarnamen arbeiten. Aber Sanktion kann nur sein Account. Sanktion ist immer Account sperren. Klar. Wir haben, das ist schon ziemlich lange her, nach 4-5 Monaten den Account gesperrt. Ich habe gesagt, was ist los? Ich habe keine Antwort bekommen. Nach 30 Wochen habe ich die nächste E-Mail geschickt, was ist los? Ich habe wieder keine Antwort gekriegt. Ich glaube, nach 2 Monaten habe ich eine nicht mehr ganz so freundliche E-Mail geschickt, so quasi, dass das sehr unprofessionell ist. Ich meine, ich war nicht ausfallend, aber eindeutig habe ich schon mit der weniger geschrieben, dass das unprofessionell ist und dass ich quasi ziemlich anfressen bin. Wieder keine Reaktion. Nach ungefähr 5 Monaten haben wir meine Leitzeitung, ich sehe dein Profilbild wieder. Bist du jetzt wieder in Facebook drinnen? Bin ich draufgekommen, ich habe eine Mail bekommen, ihr Konto ist wieder entsperrt. Ich habe nie von Facebook einen Grund bekommen. Ich habe sicher nichts gemacht, wo ich dagegen verstoßen hätte. Steht auch nirgendwo drinnen, dass du das machen musst? Da steht in Benutzungsbedingungen drinnen, Sie können da den Account jederzeit ohne Angabe von Gründen sperren. Ja,
War das der echte Name? Ja, es hat einen echten Namen. Ja, Sie haben sich nie gemeldet. By the way, wie kann so etwas passieren? Der Marco Schreuder, den ihr vielleicht kennt, ehemaliger Bundesrat der Grünen, ihr wisst wahrscheinlich, dass die Grünen nicht so besonders gut mit der FPÖ stehen und die FPÖler haben angefangen, quasi seine Postings zu markieren mit anstößig und da haben halt 100 Leute am Tag quasi ein Posting von ihm als anstößig markiert, daraufhin ist sein Account gesperrt worden. Das hat man nachher dann herausfinden können und der hat es dann geschafft, mit quasi ein bisschen Unterstützung den Account schneller freizukriegen, weil er halt irgendwie öffentliches Person öffentlichen Interesses war. Aber ja, passiert. Ja. Seitdem ist man Facebook zurückzustecken. Verstehe, ja. Nein, ich habe dann nachgegoogelt, es ist vielen, vielen anderen passiert. Sie haben gesagt, es wird oft automatisiert gemacht. Ja. Zu der gleichen Zeit hat übrigens meine Lebensgefährtin einen Fake-Account gehabt und die hat viel mehr gemacht auf Facebook oder eben so nicht gesperrt worden. Übrigens, es sitzen auch Teams bei Facebook, die Postings persönlich sozusagen überprüfen und die kriegen, ich weiß es nicht, pro Posting irgendeinen ganz einen geringen Beitrag bezahlt. Und da sitzt halt einer dort und schaut sich den ganzen Tag Bilder an. Wenn eine Brustwarze auf dem Bild ist, dann muss er den Benutzer leider sperren, weil das ist laut Facebook-Bedingungen, weibliche Brustwarze, ist laut Facebook-Bedingungen nicht erlaubt. Wenn du eine männliche Brustwarze abbildest, dann ist das kein Problem. Und da sitzt einer, der sich den ganzen Tag Bilder anschaut, ob sie nach den Facebook-Bedingungen quasi verstoßen. Und der kriegt das Bild eine Zehntelsekunde, muss entscheiden in der Zehntelsekunde, ob das jetzt anstößig oder nicht ist, muss das aber markieren. Und wenn sich der zufälligerweise, weil er mir das verklickt hat, dann ist dein Account auch gesperrt. Wurscht, ja. Aber wie gesagt, so funktioniert es. Ja. Also da sitzt halt irgendein Agent dort, der den ganzen Tag nichts anderes ausschaut als verdächtige Bilder, wo weibliche Brustwarzen vorkommen könnten. Also da muss der deppert werden, wenn du so einen Job hast. Ja. Und wenn der sich zufälligerweise einmal einen Kaffee nimmt und daneben klickt, ist der Account gesperrt. Ja. Solche Dinge passieren dort. Weiß man etwas über Verbindungen zwischen Facebook und Geheimdiensten? Naja. Man weiß. So, schwieriges Thema und ich glaube nicht, dass es ein Facebook-Thema ist, sondern es ist ein grundlegendes Thema. Facebook hat sehr, sehr viele Daten und die Amerikaner haben einen eigenartigen Prozess, wie man Firmen dazu bringen kann, Zugriff auf ihre Daten zu erlauben. Und wie gesagt, das ist nichts, was Facebook-spezifisch ist. Das betrifft alle Unternehmen, die in Amerika in irgendeiner Form einen Sitz haben. Es gibt dort etwas, das nennt sich National Security Letter. Es gibt dort die Geheimdienste. Die Geheimdienste müssen in einem Rechtsstaat überwacht werden, damit sie nichts Böses tun. Es kann aber sein, wenn ein Geheimdienst Informationen haben möchte, dass das schon verräterisch genug ist, dass jemand, für den ich die Informationen haben möchte, Rückschlüsse daraus ziehen könnte, dass das für ihn gefährlich ist. So weit, so logisch. Deswegen hat man in Amerika ein Gericht erfunden, das ist der FISA Court, also ein Geheimgericht, Foreign Intelligence Security Court, wo der Geheimdienst hingehen muss und sagen, ich habe den Verdacht, der Werner Ilsinger ist ein böser Terrorist und ich würde gerne die Daten von Werner Ilsinger sägen. Und dieses Gericht muss dann dem stattgeben oder das ablehnen. Das Blöde ist, die können auch in Bausch und Bogen Informationen gerne haben wollen. Das heißt, die müssen nicht sagen, ich glaube, der Werner Ilsinger ist ein Terrorist, sondern ich glaube, die sie am 26. Juni im ersten Bezirk aufgehalten haben, sind Terroristen und die will alle Daten sehen. Und der Court muss dann sagen, gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, und der kann dann zu einem Unternehmen gehen, also mit diesem Gerichtsbeschluss, und in diesem Gerichtsbeschluss kann eine sogenannte Gag Order drinnen ist, also eine Knebelanweisung, und damit muss das amerikanische Unternehmen oder das Unternehmen mit Sitz in Amerika, betrifft alle Unternehmen, die Sitz in Amerika haben, also zum Beispiel auch eine T-Mobile, die drüben ist, oder wurscht, ja, alle Großen haben wahrscheinlich irgendwo ein Büro in Amerika, dann wandern die Herrschaften dort hinein mit diesem Gerichtsbeschluss und da steht drauf, du darfst das aber deinen Kunden nicht sagen, dass du meine Daten ausruckst. Und
Es gibt zwei Probleme in dem Bereich. Das eine Problem ist, dass dieser FISA-Court dazu tendiert, alles durchzuwinken. Also der FISA-Court, da gibt es Statistiken, die man sich anschauen kann, hat in den seltensten Fällen noch gesagt, kommt mir irgendwie zu viel vor. Und wie war das mit dem Apple-Telefon, das von diesen, die den Anschlag gemacht haben? Ja, gut, also dieses Apple-Telefon, da ging es darum, dass jemand einen Anschlag gemacht hat, der ist dann bei dem Anschlag erschossen worden, der war offensichtlich schuldig, weil war klar, ja, und die wollten auf die Daten zugreifen von diesem Handy. Das Thema ist, das war verschlüsselt, das Handy, und das Gericht, also die Geheimdienste oder Polizei in dem Fall, ist zum Gericht gegangen und hat gesagt, ich würde gern, oder zu Apple zuerst gegangen, helft mir doch auf das Handy zuzugreifen. Ja, haben sie es gesperrt, genau. Dann sind sie zu Apple gegangen und haben gesagt, wenn es deppert, helft uns doch. Apple hat dann gesagt, auf was hinauf? Und dann hat es einen Gerichtsprozess dazu gegeben, der ist aber nie wirklich weitergegangen, weil irgendjemand so schlau war, diesen Apple Encryption Mechanismus ohnehin zu kennen, und der hat dann der Polizei geholfen, das Ding wieder aufzusperren. Ja, aber in dem Fall, da muss man ein bisschen unterscheiden aus meiner Sicht. Das eine ist Zugriff auf personenbezogene Daten im Bausch und Bogen ohne eigentlichen Verdacht. Ja? Weil, wie gesagt, Verdacht, dass der Werner Ilsinger einen Bombenanschlag macht, wenn man mich beobachtet, kann passieren, und dann muss ein Gericht das entscheiden. Das ist in Österreich auch okay. Aber quasi das zweite ist Anschlag, Beweismittel, und dann muss ein Gericht entscheiden, ob man auf das Zeug zugreifen kann. Und dann ist das zweite Problem, ist es technisch möglich oder nicht. Apple hat gesagt, das ist technisch nicht möglich, und sie hocken sich zuerst alle zwei Hände ab, bevor sie es tun, und jemand anderer hat dann gezeigt, dass es technisch kein Problem offensichtlich ist, weil der hat das Handy dann aufgesperrt und die Sache war erledigt und niemand hat mehr drüber geredet. Apple hat gelogen, ne? Nein. Die haben gesagt, sie kennen es nicht. Irgendjemand anderer konnte es. Gut. Weg. Wir sind in einem Ausflug, ist heute nicht das Thema, wäre ein ganz eigener Clubabend zu dem Thema. Wir gehen weiter zum Thema Datenerhebung durch Facebook, Erhebung durch Dritte. Wir haben heute schon sehr viel über Cookies gehört. Es gibt Netzwerke, Werbenetzwerke dahinter, die das tun. Da gibt es Atlas, das war früher einmal Microsoft, das ist jetzt an Facebook verkauft worden vor längerer Zeit. DoubleClick, das ist Google. Es gibt Tracking-Pixels, die da drinnen in Seiten eingebaut werden, mit denen ich sozusagen schauen kann, auf welcher Webseite jemand war. Diese ganzen Dinge über diese Advertising-Netzwerke werden mitgetrackt. Das ist, by the way, der Grund, warum, wenn es ihr nach einem, also ich habe das Lustige, im Wohnzimmer nutzen meine Frau und ich den gleichen PC. Sie hat irgendein nettes Kleid gesucht und seitdem kriege ich immer Kleidwerbungen. Ne? Also ihr kennt das. Ja? Also genau das ist das. Ja? Die Werbenetzwerke sind zusammenhängend, die tracken natürlich genau mit, wo, auf welchen Seiten ihr wart. Jede Seite, auf der Werbung von denen eingeblendet ist, können die mittracken, und diese Informationen werden auch wieder zurückgespült. Like-Button. Alles, was ihr liked natürlich, gibt Facebook einen tollen Hinweis darüber, womit man euch denn befüttern sollte. Daten bestehende aus anderen Unternehmen der Facebook Incorporation ist eh klar, WhatsApp, Instagram, Oculus habe ich schon gesagt, und öffentlich zugängliche Datenbestände und Register, Beispiel in Amerika Automobilzulassungen, weiß ich zum Beispiel, welche Karre in Amerika wer fährt, ist öffentlich dort verfügbar. Was geschieht mit diesen Daten? Die Daten werden zu einem einzigen Zweck gesammelt. Wie gesagt, Facebook geht es nicht darum, dem Geheimdiensten Informationen zu geben. Das ist nicht einer Plan, damit machen sie kein Geld. Das müssen sie tun. Warum sie es machen, ist, von euch ein möglichst genaues Bild sich zu machen. Das ist das Personenprofil, über das der Norbert vorher auch schon geredet hat. Es geht darum, euch besser zu kennen als ihr euch selbst, und auch besser zu kennen als eure Mutter euch kennt. Und Facebook kennt euch besser als eure Mutter, das könnt ihr euch sicher sein. Wenn ihr nicht auf Facebook seid, dann nicht. So. Es gibt in Österreich ein Recht, dass man sich alles, was ein Unternehmen über einen weiß, bekommen können muss. Genau. Facebook hat es sogar so gemacht, dass ich mir das täglich runterladen kann. Man findet es rechts oben, den kleinen Pfeil anklicken,
Einstellungen, allgemeine Kontoeinstellungen und lade eine Kopie deiner Facebook-Daten herunter. Das, was da drinnen ist, ist das, was mich nicht überrascht hat. Ich habe mir es runtergeladen. Im Grunde genommen ist es das, was ich vermuten würde, dass Facebook über mich weiß. Ich bin nur sicher, dass es nicht vollständig ist. Warum bin ich sicher? Weil bevor es den Button gab, hat der Max Schrems Facebook gebeten, das Gleiche zu tun. Das war die Antwort. Also das, was ich derzeit runtergeladen gekriegt habe, waren, ich glaube, 35 Seiten. Das ist ein bisschen mehr. Das sind dramatisch mehr. Was ist da drinnen, was ich nicht sehe? Bewegungsprofile, Netzwerkprofile, alles nicht da. Also die errechneten Inhalte zeigen sie dir in deinen Daten nicht an. Sie zeigen dir das an, was eh klar ist. Likes, Kontakte, die ich drinnen habe und solche Dinge. Die Antwort hat es auch geschickt? Nein. Ja, also ich bin. Das wäre ja eine echte Erhebung bei Uber gegangen. 100 Pro. Ja. Also wie gesagt, aus diesen Informationen kann es zeigen, dass das, was sie uns schicken, jetzt nicht klar ist oder alles ist. Mich interessiert, was mache ich, wenn ich keinen Facebook-Account habe und wissen möchte, was von mir ist. Dann wird die Antwort sein, nix. Genau. Das wird aber nicht stimmen. Möglich. Es stimmt ja das nicht, was ich vorher angesagt habe. So, Max Schrems hat gesagt damals, wie es den Button noch nicht gab, Facebook, ich will wissen, was ihr über mich wisst. Und ich habe das Recht dazu nach österreichischem Datenschutzgesetz. Irgendwer von Facebook hat diesen Request, nachdem er den, wie heißt das, so schön aufdringlich genug vorgebracht hat, das dann nach Amerika an irgendeinen Sachbearbeiter weitergeschickt und der Max hat diesen Stapel Papier zurückbekommen. Der Max Schrems hat nachher dann gefragt, sag mal, leider, warum seid ihr so deppert gewesen, dass man das geben habt? Die Antwort war verblüffend entwaffnend. Ja, der Mitarbeiter, der das ausgedruckt hat, hat nicht gewusst, was er da tut. Ja? Also ganz sicher, dass das, was ich derzeit kriege, eben nicht die gesamte Information ist. Meines Gefühls nach ist es alles das, was ich persönlich wirklich tue, aber nicht das, was sie im Hintergrund extern dazu kriegen oder was sie verknüpfen. Was macht? Ich glaube, das machen wir schon deswegen, weil aus den Verknüpfungen könnte man Reverse Engineering machen und vielleicht andere Algorithmen. Möglich, aber ich glaube, es ist eher deswegen auch, weil sie die Leute schrecken täten, was die alles über mich wissen. Ja, wenn du über den Knopf diese Dinge runterladen könntest, waren wahrscheinlich die Leute dramatisch vorsichtiger, falls es jemand überhaupt ausschaut. Ja. Aber wie gesagt, die wissen viel mehr über dich, als dir lieb ist, und das ist der Punkt da drinnen. Ich hätte gerne eine Bonitätsauskunft und das soll ja auch aus diesen berechneten Daten alles, was Facebook hat. Man weiß nicht genau, wie es ist, weil das haben natürlich die Kante gegeben, was dahinter steckt. Wobei, da sind sie ja nicht viel anders unterwegs als der Kreditschutzverband, der tut das ja auch nicht. Ne? Der sagt, ja, ich errate es. Und ja. Gut, jetzt sind wir bei dem Punkt, was macht Facebook mit den Informationen? Werbung, haben wir schon gesagt, weil die verdienen Geld mit Werbung. Und der große Vorteil von Facebook ist, das, was der Henry Ford einmal gesagt hat, nämlich die Hälfte seines Werbebudgets ist hinausgeworfen. Er weiß blätterweise nur nicht, welche Hälfte. Und das war früher, wenn ihr euch mein Bild von der Früh, von meinem ersten Vortrag überlegt, die Medien und das Geschäft, dann habe ich früher halt einfach mit der Kanone hinausgeschossen oder mit der Gießkanne Prospekte geschickt. Und ich wusste ja nicht, wann das jemanden trifft, der sich jetzt für was interessiert, beim Herrn Ford für Autos. Ne? Und wenn ich natürlich jetzt eine Werbung rausschicken kann, gerade den Leuten, die sich ein Auto kaufen könnten, das ich gerade verkaufe, dann war nicht die Hälfte des Geldes rausgeschmissen. Und genau das ist die Lösung, sozusagen, die Facebook in der Werbeindustrie hat, weil ich kann Werbung super genau machen, dass nur die Leute die Werbung sehen, die in irgendeiner Form Kaufinteresse haben können. Und eben dieses Zitat ist eigentlich in der Facebook-Zeit nicht mehr richtig, weil ich halt jetzt schon sehr, sehr gezielt mit einem ganz einem kleinen Werbebudget quasi. Das ist unverständlich. Dieses Zitat ist nicht seit Facebook nicht mehr richtig. Ja, ich werde es ausbessern. Wie gesagt, das Thema ist, das Zitat ist nicht mehr richtig,
weil die Werbeausgaben punktgenau geschickt werden können, so ist da steht. Ja? Das eine nicht der Weg. Genau. Facebook-Werbung. Ganz kurz herzagt. Ich hoffe, ihr seht das, ja. Einmal das Erste, das ist unsere Digital Society-Seite. Ich kann da oben gehen, einmal auf Statistiken. Wenn ich eine Seite habe, dann kann ich da schon mal sehr, sehr viele Dinge sehen, die mit der Seite zu tun haben. Zum Beispiel Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, Interaktionen mit der Seite. Also wie viele Leute haben quasi irgendwas zu der Seite einen Senf dazugegeben. Das heißt, das hat noch gar nichts mit Werbung zu tun. Da geht es einfach darum, dass ich, wenn ich eine Präsenz auf Facebook habe, einiges sozusagen über meinen Inhalt erfahren kann. Das kannst nicht nur über deine Präsenz. Das wenn, genau. Ich kann das nicht über einen anderen anschauen. War ja kontraproduktiv wieder. Ja. Aber über mich gibt mir Facebook ziemlich viel Informationen über meine Seite. Zum Beispiel, dass dieser Skimming-Post, den wir auf unserer Seite gehabt haben, eine Reichweite von 157 Benutzern gehabt hat und dass 53 Leute irgendwie interagiert haben. Also draufgeklickt haben, irgendwas draufgeschrieben haben und so weiter und so fort. Also 53 Beitragsklicks und 4 Antworten oder Reaktionen drauf haben wir gehabt. Wir können uns zum Beispiel anschauen, wie unsere Seite liegt im Vergleich mit anderen Seiten. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass die Digital Society die ADV überholt hat in Likes. Weil die ADV gibt es ja doch schon länger als uns. AK Vorrat aber zum Beispiel hat 1300 gefällt mir Angaben, wir nur 535, also die Hälfte von denen. Werde Digital ist die Meral, Akin Hecke, die da hinten die Bücher irgendwo liegen hat. Die macht Veranstaltungen regelmäßig zum Thema Digitalisierung und erklärt den Leuten sozusagen, unbedarften Leuten, wie sie sozusagen mit der digitalen Welt umgehen können. Da gibt es Vortragsserien, die sie über Webkonferenzen quasi produziert und sie macht da Bierchen zu dem Thema. Und man sieht da relativ schön auch, Interaktionen. Die ADV hat zum Beispiel jetzt erst diesen Behördentag gehabt, deswegen haben sie da 77 Interaktionen, weil da hat sie ein bisschen was getan bei ihr. Ne? Club Computer zum Beispiel tut sie relativ wenig, die haben nur 9 Interaktionen. Ist aber auch der Grund, dass es relativ wenig Postings gibt. Club Computer hat nur 2 Postings. Das heißt, wenn ich in der Woche mehr Informationen und Inhalte bringe, dann kriege ich natürlich, wenn es interessant ist, eher auch mehr Interaktionen dazu. Also das ist jetzt alles weg von der Werbung einmal, nur wenn ich eine Seite habe. Jetzt kann ich hergehen, und ihr habt es wahrscheinlich gesehen, wenn ihr da herschaut, gibt es da erhalte mehr gefällt mir Angaben. Oder bei den Artikeln, der Artikel ist spannend, magst du nicht ein paar Münzen einwerfen, dass mehr Leute sehen. Und das ist sozusagen das, wo Facebook versucht, Vereinigungen, Firmen dazu zu bringen, die Werbemöglichkeiten zu nutzen von Facebook. Und es gibt dazu den Werbeanzeigenmanager. Und man sieht hier, ich sponsere momentan jeden Tag so 2-3 Euro im Normalfall. Den letzten Tag ein bisschen mehr, weil ich zum Beispiel die Veranstaltung beworben habe über Facebook, wo ich hergehen kann und sagen kann, zum Beispiel die Veranstaltung CC Camp, hätte ich gerne beworben. Das Ganze hat mich gekostet, weil es schon beendet ist, mittlerweile 16,77 Euro. Und ich habe 1001 Leute erreicht mit der Information, dass die Veranstaltung gibt. Und ich habe 8 Ergebnisse, nämlich 8 Veranstaltungszu- oder Absagen dafür gekriegt. Jetzt kann ich mir überlegen, mir hat eine Veranstaltungszu- oder Absage 2 Euro gekostet, was nicht so schlecht ist. Weil wenn ich das verkaufen hätte, unsere Veranstaltung ist ja gratis, aber wenn ich es verkaufen würde, die Veranstaltung, dann kann er so ein Event, ich weiß nicht, für Firmen kostet eine Veranstaltung 1000 Euro oft am Tag oder 700, wenn ich da 2 Euro dafür kriege, dass sich einer anmeldet, cooler Preis. Weil ich kann relativ eben zielgenau die Leute und das Volk bringen. Wenn ich da jetzt reingehe, dann ziehe ich da den Namen der Werbeanzeigekampagne. Die wird derzeit nicht ausgeliefert. Jetzt mal schauen.
kann ich da draufklicken, glaube ich, Werbeanzeigengruppe bearbeiten, dann sehe ich da, er sagt mir, bin ich in der Zielgruppendefinition, habe ich die zu genau oder zu breit angegeben, sagt er mir da an, wie viele Personen erreiche ich ungefähr mit dem Budget, das ich habe und der Laufzeit, die ich gesagt habe, von wann bis wann sollte das Zeug laufen, wo soll es ausgeliefert werden, wir haben, dass es nur auf Mobilgeräten oder nur auf Desktop-Computern ist und was will ich erreichen, damit ich über Veranstaltungszu- oder Absage haben. Und dann kann ich noch, jetzt muss ich nur schauen, wo ich das tue, weil ich es auch nicht so oft tue, da ist das glaube ich nicht drinnen. Irgendwo kann ich auch noch eingeben, wer das Zeug erreichen soll. Schauen, wo ich das tue. Finde das nicht. Aber irgendwo kann ich Zielgruppen genau, ich möchte es nicht sagen, weil es mir sonst zu lang dauert. Ich kann dann sagen, wen möchte ich eigentlich erreichen. Und zwar kann ich dort auch sagen, ich möchte zum Beispiel nur Leute erreichen, die in Wien wohnen. Ich möchte nur Leute erreichen, die einen PC haben. Ich möchte nur Leute erreichen, die, ich weiß nicht, Altersgruppe. Ich will nur Junge haben, ich will nur Alte haben, ich will Leute haben, die fotografieren, ich will Leute haben, die einen alten PC haben. Alles Mögliche da drinnen. Ja? Und ich kann eben ziemlich genau angeben, wen ich erreichen möchte. Und über das kann ich eben super schön und genau steuern, an wen sozusagen meine Werbeaussendung ausgeht. Und damit ist sozusagen relativ wahrscheinlich, dass du um relativ wenig Geld eigentlich relativ viel Leute erreichen kannst. Und sogar, wie gesagt, die 2 Euro, die sponsere ich momentan im Club. Ich habe halt jeden Tag 2 Euro rennen dafür, dass er mir halt mehr Klicks auf die Facebook-Seiten bringt und deswegen sind wir schon größer als die ADV, weil die ADV hat sich ja noch nie was springen lassen. Nehme ich an. Ja. So läuft das ungefähr. So. Das habe ich eh schon hergezeigt. So, da sehe ich jetzt auch noch sehr schön. Gefällt mir Kampagne zum Beispiel. Wen erreiche ich denn mit meiner Kampagne? Ich habe meine Kampagne eingestellt, habe gesagt, mir ist wurscht, Männlein oder Weiblein. Jeder soll sozusagen zu uns kommen. Ich erreiche aber trotzdem mit meiner Kampagne 53% Männer und 47% Frauen. Das heißt, unser Thema ist offensichtlich spannender für Männer. Weil diejenigen, die sich damit dann beschäftigt haben oder das gekriegt haben, waren mehr Männer. Und ein Klick von einem Mann kostet mir 1,41, ein Klick von einer Frau 1,74, weil die sind schwerer zu erreichen. Also wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich würde zum Beispiel fördern, dass wir da nicht ein reiner Männerclub sind mit einer einzigen Ausnahme, dann müsste ich ein Inserat schalten, wo ich sage, ich will nur mehr Damen erreichen. Aber Damen sind schwerer zu kriegen, deswegen sind sie ein bisschen teurer, wenn ich sie erreichen möchte. Genau, hat sie angezeigt bekommen. Und das Blaue gefällt mir bedeutet positive. Richtig. Zählung. Richtig. Und die Kosten sind dann sozusagen, wie viel hat die das kostet, damit einer was tut. Und das Ziel ist natürlich, die Kosten möglichst gering zu halten. Vielleicht auch noch was Facebook tut, ganz spannend, sie gehen her und ich kann targeten Freunde von Freunden, die bei mir schon Fans sind. Das heißt, ich sage, schick die Werbung bitte, die Digital Society Werbung, an die 500 Leute, die bei uns Fans sind, von denen die Freunde, also nicht an die, die schon Fans sind, sondern nur deren Freunde. Und dann steht dort, Werner Ilsinger gefällt die Digital Society, wenn ihr mich kennt, dann ist das natürlich ein Reiz zu sagen, naja, wenn das den Werner gefällt, das muss ja was Cooles sein. Und die klicken eher drauf, als wäre ganz wer Fremder. Ja? Weil vielleicht geht der auch dann zu dir und sagt, Perst, was ist denn das? Ja? Und das ist natürlich viel spannender, wenn du jemanden hast, der da irgendwie schon dabei ist. Probleme, die auftreten können. Ich sollte mir halt überlegen, was ich mit meinen Daten und Facebook tue. Also ein Klassiker ist, Fotos von Wochenendbesäufnissen auf Facebook sind halt nicht so gescheit. Sind da Personalstützpunkte? Genau, also in der Personalabteilung, wenn sich einer nachher da schaut und sagt, stelle ich den ein und da steht
Facebook sehe ich, dass er jede Woche einmal unter den Tisch liegt, würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich diesen Kollegen einstellen möchte als Beispiel. Zweites Beispiel, was noch besser ist, Facebook-Foto von einem Besäufnis im Krankenstand. Das war auch sehr beliebter Zeit lang. Also ich muss mir einfach überlegen, das ist öffentlich, das ist so, wie wenn ich es unten an die Hauswand nagel, das sieht da jeder, schlimmer klarerweise, aber das sieht da jeder. Das heißt, ich muss mir überlegen, welches Bild will ich in Facebook darstellen, wie will ich dort gesehen werden. Kranz. Aber sehen das nicht nur meine Freunde? Naja, hast du überlegt, ob dein Chef nicht mit dir befreundet ist? Ja, und das Zweite ist, hast du beobachtet, ob du beim Bild nicht gesagt hast, öffentlich statt nur meine Freunde? Also du kannst beim Posten sagen, wer soll es sehen. Du kannst auch sagen, Freunde von den Freunden. Genau. Das ist auch deppert, weil wahrscheinlich ist der Chef mit jemandem, den ich kenne, befreundet. Ja. Dann sehe ich das auch. Also diese Dinge sollte man sich halt überlegen. Ne? Nacktfotos geht eh nicht, aber auch leicht bekleidete Fotos sind nicht so schlau in vielen Fällen. Zu posten, dass der Chef ein Trottel ist, ist auch nicht so cool. Abfällige Bemerkungen aller Art. Also ich sollte mich halt einfach so benehmen, wie ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte, weil natürlich sind all die Dinge, die ich dort tue, auch potenziell problematisch. Und man muss sich halt überlegen, was ich tue dort. Und für Jugendliche gilt es natürlich umso mehr, nicht nur für Facebook, sondern auch für all die anderen sozialen Netzwerke, dass ein Jugendlicher erst einmal lernen muss, wie er mit dem Zeug umgeht. Weil auch die Konsequenzen, die ich da oben sozusagen poste, das Problem ist, das Internet vergisst ja nicht. Und die Dinge, die ich vor 20 Jahren mal gemacht habe und zu dem Zeitpunkt extrem lustig gefunden habe, finde ich vielleicht in 20 Jahren nicht mehr so lustig. Also ein bisschen das muss man sich natürlich auch überlegen, was für Sachen stelle ich da eine, die ich vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr so lustig finden würde. Auch wenn es in dem Moment echt lustig war oder cool war oder was auch immer. Ich kann natürlich auch mit Facebook ein bisschen spielen, was diese Inhalte betrifft, dass ich sage, ich poste halt dort nur Dinge, die ich auch will, dass Facebook weiß, gilt für die Dinge, die ich selber einbringe, nicht für die Dinge, die Facebook über mich lernt. Das heißt, auch wenn ich dort unter falschen Namen auftauche, ist ziemlich sicher, dass Facebook weiß, wer ich bin. Weil jemand anderer wird ein Foto von mir gepostet haben, wo mein Name darunter steht und über das Foto kann ich dieses Profil verbinden, damit weiß Facebook, dass der Name, der auf Facebook steht, ein Blödsinn ist, damit weiß Facebook exakt genau, wer ich bin und die Sache ist erledigt. Also falsche Namen zu posten ist nett, aber bringt nicht wirklich was. Andere Dinge, auch sehr beliebt, der Freundefinder war ja auch so eine coole Ding-Geschichte. Facebook hat mir am Anfang, glaube ich, ständig gefragt, ob ich jetzt endlich denn nicht den Freundefinder benutzen möchte. Da geht es darum, dass ich meine Kontakte aus meinem E-Mail-Client aufladen muss. Das haben sie sich mittlerweile abgewöhnt, weil mittlerweile kriegst du die Kontakte eh über die App, die da drauf ist, die Zugriff auf die Kontakte bekommt. Bitte, ich bekomme immer wieder E-Mails, der sowieso möchte, dass du sein Facebook-Profil. Kommt genau von dort. Weil wenn ich kein Facebook-Profil zugeordnet habe zu der E-Mail-Adresse, fragt mich Facebook, ob ich nicht endlich bei Facebook anfangen möchte. Ich habe aber nichts gemacht. Ja, klar. Aber du stehst in einem Adressbuch von einem Freund von dir. Ja, ja. Und der Freund von dir sagt, ja, nimm da meine Kontakte ruhig, weil er sich die App installiert hat. Und damit lädt er die Daten auf und der sagt, du, dein Freund ist auf Facebook, willst du nicht auch dazu? Und es gescheitert zu sagen, nein, nichts brauchen. Ja, also das sind diese Dinge, die da passieren. Aber wie gesagt, Datensparsamkeit ist gut, wird aber viele Dinge auf Facebook in Wirklichkeit auch nicht verhindern. Entschuldige, ich habe zum Beispiel die App runtergeschmissen, ich gehe nicht mehr über den Browser aus Facebook. Mhm. Erstens kostet es irrsinnig viel, braucht CPU-Power und Strom. Und zweitens merkt sich der Browser was. Genau. Der Browser hat auch keine Berechtigungen, zum Beispiel auf deine Kontakte zuzugreifen, als Beispiel. Ja? Also die App dient natürlich dazu, möglichst viel von dir zu wissen. Das ist sozusagen der Gag. Und natürlich, die Leute verwenden immer das Ding, das am bequemsten ist. Und die App ist halt in manchen Bereichen wesentlich bequemer, als wenn ich halt mit dem Browser herumfummel. Deswegen ist es so, dass viele Leute dann halt einfach sagen, entweder das ist mir wurscht, oder ich akzeptiere es aufgrund der Bequemlichkeit.
Zusammenfassung. Facebook sammelt die Daten, um Werbung zu verkaufen, nicht um die Daten zu verkaufen. Und Facebook sammelt die Daten auch nicht, um sie der Regierung zu verkaufen oder zu verschenken oder zu geben. Das ist nicht der Ziel und Zweck der Übung. Facebook lebt von den Daten und wird sie möglichst auch beschützen, damit sozusagen nur Facebook davon profitieren kann. Vorteil für Firmen, zielgenaue Werbung, perfekte Auswertung und Messbarkeit. Ich weiß exakt genau, wie viel mich eine Anmeldung hier gekostet hat. Knapp 2 Euro. Früher, wenn ich eine Postwurfsendung ausgeschickt habe, hatte ich keine Ahnung. Irgendeiner hat sich heute halt zu irgendeiner Veranstaltung angemeldet, woher der gekommen ist, keine Ahnung. Ja? Also das ist ein Riesenvorteil für Firmen. Facebook kommt aus den USA und damit ist es auch manchmal ein wenig eigenartig, mit amerikanischen Firmen über Datenschutz zu diskutieren. Entschuldigung. Weil Datenschutz ist ein Konzept, das es in Amerika nicht gibt. Muss man gleich Wasser noch holen. Das heißt, in Amerika gibt es so etwas wie generischen Datenschutz nicht. Es gibt dort Gesetze, dass zum Beispiel bestimmte Daten geschützt sind. Gesundheitsdaten zum Beispiel. Das steht in bestimmten Gesetzen. Aber eben generisch Datenschutz wie in Europa oder in Österreich, das Konzept verstehen die Amerikaner gar nicht. Und deswegen gibt es auch extrem schräge Diskussionen zwischen Europäern und Amerikanern, weil die Konzepte gegenseitig nicht verstanden werden. So, jetzt glaube ich, muss ich aufhören, weil sonst kriege ich den Hustenanfall voll. Das heißt, in Amerika ist im Grunde genommen alles erlaubt, was nicht verboten ist. Und die oberste Prämisse ist Wirtschaft, weil der Amerikaner wird ja schon so erzogen, dass sozusagen der amerikanische Traum, Geld verdienen, die oberste Prämisse ist. Und alles, was davon hindert, Geld zu verdienen, muss irgendwie einen Grund haben und schwerstens begründet werden. Deswegen ist Datenschutz ein Konzept, das die Amerikaner in ihren Kopf nicht reinkriegen. Wie kann ich hergehen und sagen, irgendwelche Informationen, die mir der Kunde sogar selber gibt, darf ich nicht verwenden. Das ist für einen Amerikaner widersinnig, was wir da tun. Genauso ist es für einen Europäer widersinnig, zu sagen, Daten wurscht, alles verwenden, was es gibt und geht schon. Ja? Deswegen ist es auch so, dass amerikanische Unternehmen oft sich um den Datenschutz überhaupt nicht kümmern, solange bis einer kommt mit der Brechstange und es wissen will, wie der Max Schrems zum Beispiel. Der Max Schrems hat gesagt, für ihn war das Spannendste, dass irgendeiner dann gekommen ist und gesagt hat, da will so ein lustiger österreichischer Student echt die Gesetze einklagen. Weil die Amerikaner oder Facebook in dem Fall hat sich um die Datenschutzgesetze null gekümmert. Und der zweite Punkt, vielleicht auch noch ganz kurz als Ergänzung zu diesem Foto mit diesem vielen Papier, das wir da gesehen haben. Wer ist für die Daten, für die Einhaltung der Datenschutzregeln von Facebook in Europa zuständig? Irland. Warum Irland? Weil es dort am wenigsten steht. Gut, der Weg stimmt. Viele Unternehmen haben einen Unternehmenssitz in Irland, weil es dort halt relativ günstige Steuersätze gibt. Und damit sind viele Headquarters von Unternehmen in Irland. Und es gab noch eine spannende Konstruktion, nämlich ein super Konstrukt in den europäischen Steuergesetzen, nämlich den Double Dutch with an Irish Sandwich, nennt sie das. Wenn du das Geld zweimal zwischen Irland und Holland hin und her faktoriert hast, dann hast du es am Schluss steuerfrei in eine Steueroase überweisen dürfen. War ein Loch in der europäischen Steuergesetzgebung, war wahrscheinlich so nie geplant, weil es hat kein Europäer was davon.
Aber IKEA zum Beispiel hat das auch verwendet und viele der großen Technologiekonzerne verwenden das. Wie viel Gewinn macht IKEA in Österreich? Ich glaube fast nichts. Ne? Nichts. Warum? Macht IKEA keine Geschäfte? Ja. Weil die Firma draußen denen so viele Lizenzen verwenden und deren genau. Der Name IKEA ist in Österreich so teuer, wie IKEA in Österreich Gewinn macht. Das heißt, IKEA zahlt nach Irland so viel für den Namen IKEA, wie in Österreich Gewinn gemacht wird. Und deswegen schrammt das arme IKEA Österreich ständig an den roten Zahlen herum, weil der blöde IKEA in Irland das so viel Geld verlangt. Wenn du das aber privat machst, dann schmeißen sie aus der Mehrwertsteuerbefreiung raus. Komischerweise bei IKEA anscheinend nicht. Also, wie gesagt, die Großen machen das fast alles amt und diese Double Dutch with an Irish Sandwich war auch ein Konstrukt, das fast alle verwendet haben. Die haben dann diese Lizenzkosten von Irland nach Holland verrechnet, von Holland nahm er nach Irland zurück und von dort ging es dann in eine Steueroase und dementsprechend wurde in der Europäischen Union kaum Gewinnsteuer gezahlt. Das Konstrukt gibt es noch immer, ist auch noch immer vorhanden. Ich kann es nur nicht neu anmelden, weil Neuanmeldungen sozusagen nicht mehr zulässig sind. Ihr könnt das nachlesen, ich habe meinen Artikel darüber geschrieben, wie das genau funktioniert. Aber für die Alten gibt es eine Übergangsregel, ich glaube bis 2018 dürfen sie es noch weiterverwenden. Die in Brüssel? Ja. Nicht die in Brüssel, das waren lokale Steuergesetze. Da hat Brüssel nichts damit zu tun. Das ist eigentlich das Problem dabei ist, dass wir zu wenig Brüssel haben. Weil die Nationalstaaten versuchen, ihre lokalen Steuern zu optimieren. Ja, genau. Aber in Wirklichkeit, wenn Brüssel dafür verantwortlich war, die Steuer einzunehmen, hätten sie das schon lange abgedreht, weil die ja nicht wollen, dass das komplette Steueraufkommen aus Europa auswandert. Ist ja geistesgestört. Mit ja? Dem Obama passiert ja dasselbe, die haben die auch schon mal Chance. Ja, natürlich, aber trotzdem, wie gesagt, aus einer europäischen Sicht ist das Schwachsinn. Ja, ist der Wettbewerbsvorteil von Irland. Ja, eh. Und auch mit den Gewinnsteuern ist es übrigens so, dass das ja so gelaufen ist, dass man gesagt hat, okay, was nicht, in Österreich verlangen wir 25%. Die Tschechen haben dann gesagt, wir machen eine Flat-Tax mit 20%. Dann ist das nächste Land dahergekommen und hat gesagt, wir verlangen aber nur 15. Und Irland ist dahergekommen und hat gesagt, also wenn ihr zu uns kommt, ihr seid so groß, wir so wenig, 3 reichen uns. Ne? Und so haben sie die alle rezitiert. Vollkommen geistesgestört. Ja? Luxemburg hat auch mitgespielt. Ja, Luxemburg war auch so einer. Und Amazon zum Beispiel sitzt mit seinen Birkeln in Luxemburg und verschickt seine Birkeln aus Luxemburg raus. Und alles Gründe, die in die Richtung gehen. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das der Punkt. Jetzt haben wir schon wieder einen Ausflug gemacht in die Steuergesetzgebung. Ich komme wieder zurück auf meinen Vortrag. Wie gesagt, Facebook grundsätzlich halte ich nicht für böse, was also quasi Daten verkaufen oder sonstige Dinge betrifft. Die wollen ein Geschäft machen damit. Das Zeug muss halt vernünftig reguliert werden und es muss halt irgendeiner darauf schauen, dass die Gesetze das gibt. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank eine europäische Datenschutzverordnung, weil bis vor kurzem war ja das Datenschutzrecht lokales Recht. Ich bin aus der irischen Datenschutzbehörde gekommen. Die irische Datenschutzbehörde hat wie viele Mitarbeiter? 3. Den High Commissioner, eine Sekretärin und noch einen. Die sind zur Regulierung von IKEA, Facebook, Amazon, Microsoft, wie sie alle heißen, zuständig. Außerdem wollen sie nicht haben, dass irgendeiner der Konzerne hergeht und sagt, so wird es irgendwie zum. Was wird der irische High Commissioner für Datenschutz machen? Nichts. Ist er persönlich verantwortlich dafür? Dann sollte man verklagen. So. Ja, er versucht eh sein Bestes. Was er versucht, ist mir wurscht. Und die irischen Datenschutzregeln sind auch nicht so streng. Sehr okay, was er da macht. Naja, er macht wahrscheinlich nicht einmal das, was in die irischen Datenschutzregeln ist. Persönlich ist das nicht sein Amtshaftungsverfahren. Und mit dem hat der Max Schrems auch gekämpft und deswegen ist auch der Schritt des europäischen Datenschutzregeln ein riesiger Fortschritt, weil jetzt gibt es erstmalig Regeln, die über die komplette EU gleich sind. Weil der Wahnsinn für Firmen ist ja, dass Facebook als globaler Konzern in Europa 26 unterschiedliche Datenschutzregeln gehabt hat. Selbst wenn sie die daran halten wollen, ist das schwierig. Das ist zwar ein großer Aufwand. Ja, es ist extrem schwierig. Ja.
Weil für einen kleinen Markt wie Österreich, der die härtesten Gesetze gehabt hat, das lokal umzusetzen, dann musst du wissen, wer ist denn überhaupt der Österreicher, ist der, der in Deutschland sitzt und so weiter und so fort. Viele, viele Dinge. Deswegen ist ja dieser, der Single Market ist für Firmen wirklich notwendig, weil die sterben in Europa. Und das ist das auch das, warum jetzt die alle so jammern, klarerweise, weil die Engländer austreten, weil für England heißt es, dass die wieder alles lokal haben. Jedes einzelne Pimpern-Gesetz wird wieder lokal in England beschlossen und wenn du nach England was liefern willst, musst du dort schauen, ob es den lokalen Gesetze einhält und wenn der Engländer was nach Europa schicken will, dann muss er die europäischen Regeln einhalten. So fast wie mit unseren Bundesländern. Ja. Und neuen Aufzuggesetze. Ja, Schwachsinn. Ja. Und in Wirklichkeit ist, man mag wirklich halten von Europa, was man will, aber die Europäische Union ist für alle, sowohl für die Wirtschaft als auch für den Privaten in Wirklichkeit sinnvoll und ein Segen, weil ich habe Regeln, die einheitlich sind, an die sie alle halten müssen und wenn das ein einheitlicher Markt ist, ist das für alle viel, viel vernünftiger als tausend irgendwelche lokale hinpfisterte Regeln, wo jedes in jedem Land unterschiedlich ist, wo der Hersteller dann aus dem Land kommt, du als Konsument aus dem Land kommst, jetzt gilt dein Konsumentengesetz, für den gelten lokale Regeln, Wahnsinn. Ist ja sogar die Schweiz und die Norweger übernommen, ne? Müssen sie ja. Müssen sie ja. Ja. Weil sobald ich Produkte aus einem Land ins andere verschicken will, vor allem bei digitalen Produkten, ja, Facebook hat ja keine Ware, das ist ja digitale Ware, ja. Bei digitalen Produkten muss das irgendwie grenzübergreifend funktionieren. Weil ich kann verbieten, dass die englischen Autos in Europa fahren und die müssen halt dann andere Typen produzieren, aber bei digitaler Ware kann ich ja nicht verbieten, dass eine digitale Ware nicht aus dem Land 1 ins Land 2 kommt. Ja? Geht ja gar nicht. Aber da ist genau das Falsche, weil bei den Autos funktioniert es ja noch immer nicht gescheit. Weil da musst du ja in jedem Land noch immer einen eigenen Scheiß haben. Und warum ist das so? Das naja, die Zulassung, die Autozulassung ist schon dramatisch vereinfacht worden mittlerweile. Aber du kannst das Auto nicht von da nach dort transferieren, weil da wird ja was anderes und das ist alles. Aber wie gesagt, trotzdem, die Dinge sind dramatisch vereinfacht worden schon, weil früher war es noch viel komplizierter. Habt ihr in letzter Zeit einmal ein Auto gekauft, dann habt ihr gesehen, wie der Typenschein jetzt ausschaut. Ja, das ist nur mehr ein Papierl und da steht nicht mehr viel drauf und die Informationen, Inhalte sind in Wirklichkeit überall gleich. Früher hast du in ein Land gehen müssen, lokale Typenzulassungen dann machen und die Unterlagen waren total unterschiedlich, die da gebraucht worden sind. Das hat sich auch im Autobau dramatisch verbessert. So. Das Lenkrad bei den Engländern bleibt rechts, der Pfund bleibt da, der ist zwar nur mehr die Hälfte wert heute. Schauen wir, wie es weitergeht. Ja, also, ist er wieder runter? Das ja, du ist ziemlich oben und hat sich dann auch wieder ein bisschen zerfunkt. Ja. Nur in Wirklichkeit sagen die Engländer, ein Drittel von Geld ist weg. Ne? Das, was vorher wert war. In England kannst du mal selben Preis noch einkaufen, nur importierte Waren. Wenn ich ins Ausland fahre, der Pfund ist weniger wert. Ne? Wenn auch nicht mehr Urlaub machen bei uns. So, die Diskussion können wir aber nachher beim Bier weiterführen. Danke euch allen, die durchgehalten haben. Ich hoffe, es war ein spannender Tag. Wir haben vorbereitet mexikanisches Bier. Wir hätten für euch, wenn ihr gerne wollt, Hugo, das ist Spumante oder Sekt mit Holunderblüten-Sirup und Zitronensirup. Wir haben Campari Orange, den wir anbieten können und wir hätten einen Weißwein, der im Eiskasten und gekühlt ist und einen Rotwein, der natürlich heraus und wahrscheinlich 30 Grad hat. Dankeschön.